Oh ja, oh ja, oh ja, fuck you. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen zu Jetzt mal ehrlich, der ersten Ausgabe der Show, in der ich meine ehrliche Meinung sage, die ich sowieso immer sage. Fick dich, du Kackcamper. Heute geht's um die PlayStation 4 und um die Xbox One, um den Vergleich. Was hole ich mir denn? Wann hole ich mir welche Konsole? Ob ich mir überhaupt hole und so weiter. Und ich... Ich bin so blöd im Kampf gefallen. Was? Oh nein. Oh Gott, 2 Meter geht's da runter. Ich muss sterben. Fick dich. Heute geht's eben, ja, was soll ich mir kaufen? Xbox One oder PS4? Ihr könnt vielleicht auch mitbestimmen. Ich weiß es nicht. Mich würde aber interessieren, zuerst mal, was holt ihr euch? Xbox One, PS4, beides? Ich weiß es nicht. Ich würde schon mal sagen, ja, die kurze Antwort auf die Frage, wenn ich sie mir stellen würde, ist, ich hole mir beides, ja. Zudem, ich bin Fan von beiden und ich will einfach beides spielen, ja. Keine Ahnung, ob das der Grund, ob das rechtfertigt, 2 Konsolen zu kaufen, die sozusagen fast das gleiche können, aber das finden wir vielleicht noch heraus im Laufe dieses Videos. Ich weiß es noch nicht. Also... ich würde gern mal mit der Xbox anfangen, weil die halt früher kommt, wenn ich mich nicht recht irre. Nee, Schmarrn, PS4? Nee, freilich Xbox ist früher, bin ich blöd oder was? Xbox, ja, Xbox, freilich Xbox, Mensch, Xbox, ja. Also, die Xbox kam zuerst raus. Erstmal die exklusiven Titel, die mich interessieren. Da hätte ich zum Beispiel als Kaufgründe. Also, was ist ein Kaufgrund für mich? Ich will die Konsole zocken, ich will geniale Spiele spielen. Und ich will einfach entertained werden. Das werde ich mit der Entertainment-Konsole nicht so wirklich. Also die ganzen Features, wie zum Beispiel, ich kann auf meine Xbox Fernseher schauen. Ich könnte auch einfach den fucking Fernseher einstecken. Also das haut mich überhaupt nicht um. Das ist sogar irgendwie ein saublödes Feature irgendwie. Jetzt bin ich nicht gestorben, Arschloch. Ich will nicht auf meine Konsole Fernseher schauen. So am Fernseher. Was ich geil finde, ist, dass Xbox One zum Beispiel Watchever hat und Netflix, wenn Netflix irgendwann mal nach fucking Deutschland kommt. Hey, oh nein, das können wir nicht machen. Das wäre viel zu viel Spaß. Ja, da wäre ich sofort dabei, dass ich mir fick dich die Sachen, die Serien über Watchever und Netflix anschaue, was ich jetzt wahrscheinlich bald machen werde. Und das ist einfach praktisch. Links warten, die Serie anschauen und rechts das Ding... das aufs Spiel warten oder spielen, das ist geil. Also das ist schon geil. Ja, dass es gleichzeitig geht. Das gefällt mir gut. Sehr gut gemacht, Xbox. Oh ja, fuck you. Dann die Spiele. Also zuerst mal die Exklusivtitel. Da haben wir zum Beispiel Dead Rising 3. Ja. Dead Rising 2 habe ich gespielt, ich fand es gut, man kann darin Zeit verbringen, aber ich habe die Story, glaube ich, nicht wirklich durchgespielt. Ich bin mir sogar nicht sicher, also ich weiß nicht. Und das wird beim dritten Teil auch so werden wahrscheinlich, weil Story ist nicht so. Was ich sehr geil finde, jetzt haben sie keinen Zeitdruck mehr. Das finde ich echt mal, das ist ein großer Pluspunkt. In Dead Rising 2 war es so, du hast nur noch 10 Minuten Zeit und dann musst du, keine Ahnung, im Laden sein, sonst sterben alle. Oder mit dem Zombrex war das, glaube ich, dass da das Kind und so weiter. Es war okay, also es war nervig, weil ich will einfach Freiheiten und die habe ich jetzt. Das ist geil. Ich habe jetzt auch keine Werkbank mehr in dem Spiel. Ich habe jetzt, ja, einfach so kann ich jetzt unterm Rumgehen kann ich jetzt irgendwas machen, irgendwas herstellen, zum Beispiel einen Kettensägen, Hammer, Sledgehammer. Das ist geil. Also das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Das haben sie gut gemacht. Das ist für mich auf jeden Fall ein Kaufgrund, der für die Xbox One spricht. Ich klau mal kurz die Bombe, oder auch nicht. Das finde ich okay, sowas. Also das ist eine coole Geschichte. Ja. Das Spiel macht Spaß. Die Story könnte gut sein, könnte aber auch schlecht sein. Das ist aber gar nicht so wichtig, weil es soll unterhalten und das wird's machen. Ich will einfach stundenlang rumrennen und Zombies töten. Auch wenn ich sagen muss, dass das Spiel mich wirklich nicht verleitet, wirklich unendlich lange das zu machen. GTA 5 zum Beispiel. Ich will unendlich lange von Häusern runterspringen und auf die Fresse fallen. Ich könnte mir gut vorstellen, mal kurz vorausgreifen, Dying Light, kennt das jemand? Dying Light, ein geiler Titel, so eine Art Mischung aus
Ja, wie heißt das Spiel nochmal? Mirror's Edge, genau. Mirror's Edge und Zombie-Schnetzeln, also Parkour und Zombie-Schnetzeln, Tag- und Nachtwechsel, das wird geil. Sachen zusammenbauen mit Überlebenden, das wird geil, oder? Wird es nicht geil? Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant. So, da könnte ich kann mir vorstellen, dass ich da wirklich einfach so das Spiel starte und Zombies töte. Und das ist geil. Und das kann ich bei Dead Rising 3 eben nicht. Weil mir da fehlt mir halt einfach was. Da fehlt mir halt einfach. Ja. Ich weiß nicht, was mir da fehlt. Aber es schaut okay aus. Die Grafik ist geil und so. Ich hab, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Zombies auf einmal gleichzeitig. Aber das bringt mich nicht dazu, dass ich da unendlich lange spiele. Also da fehlt halt anscheinend irgendetwas an dem Spiel. Ja. Vielleicht ist es doch besser, ich weiß es noch nicht. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so ist. So. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Oh, ja, Kaufgrund. Rise, Son of Rome. Das Spiel, hey, das Spiel, oder ist es nicht geil? Man ist, wer es noch nicht kennt, natürlich, wer ist, man ist ein Legionär und kann, ja, andere Römer oder was auch immer, Judäer, keine Ahnung, wen abschlachten. Das kommt, das ja, kennt man schon eigentlich, aber das Geile ist, es gibt Quicktime-Events, es gibt eigentlich bloß Quicktime-Events in dem Spiel und da werden einfach, ja, die Arme oder die Beine oder der Kopf abgehackt von unserem Schwert. Und das schaut einfach geil aus. Also ich habe es schon angeschaut ein bisschen. Boah, will ich das spielen? Das Spiel ist der Kaufgrund, der für mich am meisten für die Xbox One spricht. Das ist noch mal hammergeil, oder? Also, boah. Die Kritik von dem Spiel ist zum Beispiel, es dauert nur 7 oder 8 Stunden, es ist viel zu kurz und es ist immer das Gleiche. Ja, perfekt! Dann spiele ich es halt 5-mal durch. Ist doch geil, oder? Also das wird mir völlig reichen. Ich will einfach bloß auf möglichst verschiedene, viele Arten, ja, Leute abmetzeln. Also das reicht mir schon. Ich brauche da keine große Story oder so eine Scheiße. Das brauche ich alles nicht. Das Spiel macht, dass man andere Soldaten, also halt im kriegerischen Sinne, cool abschlachten kann. Und das will ich. Und das reicht mir. Ich brauche da keine super Story. Ja. Wer will denn bitte eine Story in zum Beispiel Splatterhouse, in Shadow Warrior? Keine Ahnung, in den ganzen brutalen Spielen, wo man einfach bloß metzeln muss. Das ist doch geil. Das ist doch das Spiel. Das reicht mir doch, oder? Was ich zum Beispiel dann immer noch nicht so wirklich geil finde, sind die Mikrotransaktionen. Man kann im Spiel dann gegen echtes Geld, ja, Ausrüstung kaufen. Zum Beispiel, keine Ahnung, neues Schild. Oder Boost oder keine Ahnung. Ja, irgendwas kann man da auf jeden Fall kaufen. Vielleicht neue Waffen, das wäre geil. Aber ja, dann mache ich das halt nicht. Also, das stört mich hier nicht, muss ich sagen. Wenn es im Spiel das gibt, ist ja okay. Ich muss es halt nicht benutzen. Ja, ist mir egal. Was mir aber nicht egal ist, muss ich sagen, Multiplayer. Da kann man auch die Sachen kaufen und deswegen mit echtem Geld schneller, besser sein als die anderen. Viel fettere Rüstung und so weiter. Das gefällt mir nicht. Ich werde es im Multiplayer spielen und ich habe schon öfters erlebt, dass halt einfach ich voll von anderen Typen, die 5 Level unter mir sind, dafür 20 mal besseres Equipment haben als ich. Das ist halt scheiße. Das ist halt nicht ganz so schön, muss ich sagen. Ja. Aber Rise, Son of Rome, das ist geil. Hat Multiplayer, hat einen Singleplayer. Es gibt DLCs, glaube ich, mit neuen Multiplayer-Karten. Das ist auch cool. Also, das reicht mir. Wenn das DLC gut ist, neue Karten ist okay. Passt, kaufe ich. Ja. Aber die Mikrotransaktionen, die gefallen mir halt nicht, ne? So, und dann nach dem Laden geht's zum nächsten Spiel über. So, da la, weiter geht's hier mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel wäre dann Fighter Within. Ja, also das sind halt alles so kleine Spiele. Ich weiß nicht, Fighter Within, das haut mich nicht wirklich so um. Das ist halt einfach so ein kleines Gimmick. Das ist halt nicht schlecht und so, aber muss ich echt nicht haben. Fighter Within zum Beispiel auch, was ich mir noch gerade eingehen lassen könnte. Das wäre Zoo Tycoon. Das ist okay, meine Freundin würde spielen. Da sage ich, das ist okay. Aber die anderen Spiele, Zoo Tycoon habe ich hier, das ist
Oder irgendein Golfspiel. Ich will ja auch nicht irgendein Golfspiel spielen. Das ist doch langweilig. Crimson Dragon, das finde ich auch irgendwie sau langweilig. Das gab's auch schon. Es ist halt jetzt bloß eine bessere Grafik und das war's halt. Und das reicht mir halt einfach nicht. Das ist halt einfach zu wenig. Das Spiel, das ist. Blah. Wenn's mal im Angebot gibt für 2 Euro, dann sage ich, das hole ich mir. Ja, dass ich's halt hab. Aber nie spielen werde. Das ist halt so ein Spiel. Das ist so ein Spiel. Lego Marvel, das ist okay. Das könnte okay sein. Lego Marvel Adventure Scheißdreck oder was? Das ist okay. Dann nochmal einen stärkeren Titel, doch. Das ist doch das Garden Warfare oder wie das hieß. Da muss ich sagen, das ist schon cool. Also das, ich stell mir vor, das ist wirklich lustig. Wo man, ja, so eine Art Plants vs. Zombies bloß noch in, ich glaube, 3D oder im Third-Person-Modus. Das ist schon cool, so eine Art Battlefield mit Pflanzen. Das ist lustig, das ist okay, das ist cool. Aber Fighter Within, das ist eine Neuauflage, wenn ich mich recht erinnere, muss ich nicht haben. FIFA 14, ich bin einfach kein Fußballfan. Das sind jetzt, also die Titel kommen jetzt auf mehreren, zum Beispiel FIFA 14 kommt auf mehreren raus. Fighter Within ist bloß auf Xbox One. Lego ist auf beiden Konsolen und auf PC und deswegen blah. Und ich glaube, Garden Warfare ist bloß auf Xbox, wenn ich mich recht erinnere. Oder vielleicht auch noch auf PC. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt lügen. Ja, das Golfspiel ist, glaube ich, auch bloß auf Xbox. Muss ich jetzt wirklich sagen? Weiß ich nicht. Titanfall. Ja, der große, oh Gott, der große Titel, auf den sich jeder Spieler so unglaublich freut. Titanfall geht mir völlig am Arsch vorbei. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal irgendwas dazu angeschaut, freiwillig. Das ist halt das Spiel, ich weiß nicht, das ist mir so kackpfurzegal, das Spiel. Ich weiß nicht, warum mir das so egal ist, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist mir einfach, ich finde das einfach langweilig. Das ist halt eine Mischung, das... Es schaut so aus für mich wie eine Mischung aus Battlefield und COD und Halo vielleicht noch. Und das will ich halt nicht, weil das ist halt... Bäh! Was ist denn das? Da gibt's riesige Roboter und alles mögliche. Also das brauche ich halt echt überhaupt nicht. Das ist abstoßend. Also das ist nicht gut. Das ist einfach scheiße. Also das lockt mich nicht an. Jetzt habe ich es endlich. Das lockt mich nicht an. Was habe ich gemacht? Oh, Entschuldigung. Das lockt mich nicht an, das lockt mich weg, das schubst mich weg, das Spiel, weil ich das nicht will. Also ich ignoriere es einfach, aber überhaupt kein Kaufgrund. Das ist einfach Mist für mich jetzt selber. Mein Gott, meine Meinung, jetzt mal ehrlich, ne? Ja, schönes Show, gefällt mir, hey. Dann gibt es noch Wolfenstein, das ist auch ein Cross-Plattform-Titel, gibt es auch auf PS4 und auf Xbox One dann. Der ist mir auch, ja, ist okay, ne? Das ist okay. Das Wolf-Spiel da hier, das Wolfenstein, habe ich gerade gesagt. Schön. Fick dich. Dann gibt es noch hier Madden. 25 ist es, glaube ich. Und die 2 NBA-Titel. Bei denen muss ich sagen, wenn, wirklich, dann kaufe ich mir die. Nur auf der PS4. Das. Ich weiß nicht. Also, da denke ich halt, weil die PS4 halt ein bisschen stärker ist. Und keine Ahnung. Es kommt mir jetzt so vor halt, dass das da besser ist oder so. Ich habe Gameplay gesehen von der Xbox One, das sah halt nicht ganz so toll aus. Also das war halt normal. Und es ist Next Gen. Gut, die Spiele sind am Anfang. Die Spiele, die jetzt später kommen noch, die gegen Mitte, also in einem halben Jahr, in einem Jahr veröffentlicht werden für die Konsolen, die werden richtig geil. Und was man noch bedenken muss... Ich will ja gar nicht wissen, wie die Spiele ausschauen. Das ist ein Gegner. Wenn die am Ende der Konsole sind, von dem Lebensalter. Das wird ja mal geil, oder was, oder? PS3 sage ich bloß zum Beispiel The Last of Us. Kannst du mal aufhören, mich wegzuschieben, du Wichser? The Last of Us, das haut ja alles raus aus der Konsole. Das nimmt ja echt... Boah! Die Grafik, das Gameplay, Wahnsinn! Und das für einen Titel, wo man Skate 1 gespielt hat. Und Skate 1, muss ich sagen, war für mich der Kaufgrund für die PS3. Ich habe mir die PS3 wegen einem Spiel gekauft. Bei der Ding... Oh, ich messe dich so von hinten.
bei der Xbox One hätte ich schon, ja, 2,5 Spiele. Ja, also schon deutlich mehr, ne? Ja, wahnsinnig mehr hätte ich da. Wahnsinn. Was haben wir denn noch hier für Spiele? Ja gut, Need for Speed Rivals kommt auf mehreren Konsolen, also auf mehreren Plattformen raus. Und... Oh, was muss ich da machen? Ach so, Bombe, ja genau. Need for Speed Rivals, das werde ich nicht spielen, denke ich. Need for Speed Most Wanted war saugeil. Und dann irgendwie ab Need for Speed Most Wanted, den zweiten Version, die finde ich total kacke. Weg damit. Also auch, ich habe auch nicht mehr Underground gespielt. Oder war das Underground? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Carbon, meinte ich. Carbon nicht gespielt, Underground 2 habe ich gespielt. Ach, ich weiß es nicht. Also, das ist einfach nichts mehr für mich. Das ist einfach, hat seinen Charme verloren. Mir gegenüber. Ach ja, wir haben ja noch hier die unglaublich tollen Exklusivtitel. Just Dance 2014. Ja, saugeil, oder? Ja. Ich als alter Kinect-Fan. Nee, also danke. Das lasse ich mal aus. Und natürlich noch Forza 5. Wo ich auch echt enttäuscht bin irgendwie darüber. Hier war Forza 5. Oh ja, belebt halt ihn wieder. Nochmal Punkte doppelt. Forza 5, das ist ja... Die Grafik, ich hab's angeschaut. Das schaut nicht gut aus. Auch wenn es bloß jetzt in der Aufnahme war. Ich denke nicht, dass es... mich beeindrucken würde, sage ich mal so. Ich habe Forza 4 auf der Xbox 360 und es ist einfach... Blah. Es ist cool, eine Runde hin und wieder zwischendurch, aber das ist halt einfach für mich, ich reagiere da nicht drauf. Das ist einfach, irgendwie ist es mir... Blah, das geht mir am Arsch vorbei, das Spiel. Nicht jetzt böse gemeint, natürlich nicht, aber... Das ist halt einfach, das beeindruckt mich nicht. Ich will das nicht spielen, unendlich lange. Da haben wir es wieder. So, wir haben das, da haben wir noch, NBA haben wir schon, Killer Instinct. Killer Instinct ist eine Neuauflage, glaube ich. Oder was Neues. Entweder Killer Instinct oder Fighter Within. Eins von den beiden. Bei Fighter Within, da war es ja auch so, das gab es ja auch schon mal irgendwie einen Vorgänger. Und der war ja auch brutal schlecht. Also, ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen, dass die Kinect oder die Kinect... 2.0 ausgereift ist. Bei der Xbox 360 waren wir wahrscheinlich alle Versuchskaninchen oder Beta-Tester von der Xbox. Und also das ist nicht schön gewesen. Und die machen immer diese geilen Trailer und dann fühlt man sich wie scheiße, weil es nicht reagiert, das Kackding. Das gefällt mir nicht. Dann gibt es natürlich noch für beide gleiche Titel, die rauskommen, wie zum Beispiel Black Flag, der gut habe ich auf der 360, soll angeblich auf der 360 besser ausschauen als auf der PS4. Keine Ahnung, ob es stimmt. Auf jeden Fall schaut PC sehr geil aus. Ich glaube sogar ein Stück besser als Xbox 360. Natürlich, Battlefield 4 ist überhaupt kein Kaufgrund für mich, weil ich spiele es doch in dem Moment. Also, bleh, ja, das haut mich nicht um. Und dann, wo sie gesagt haben, endlich auf PS4 mit 64 Spielern. Ja, super, das kann ich am PC auch aus. Das ist für mich persönlich halt nichts, weil ich es schon habe. Also brauche ich nicht. Für Menschen, die nur eine PS3 hatten, mag das sehr geil sein. Das bezweifle ich gar nicht. Das ist sogar cool. Ja, da habe ich nichts dagegen. Oh, ich habe ihn getroffen, ich Noob. Mensch. ich würde mal sagen, das war's von der Xbox One. Xbox One hätte ich jetzt zurzeit Spiele, die jetzt raus sind. Zwei, die ich will. Dead Rising 3 und Rise, Son of Rome. Und natürlich noch andere Spiele, wie zum Beispiel Garden Warfare. Das wäre ganz cool. Titanfall auf keinen Fall. Ach ja, wir haben noch das Projekt Spark. Das ist auch so eine Spielerei, das Projekt Spark. Das ist einfach, ja, muss man nicht wirklich haben. Kann man besitzen, ja. Haut mich aber überhaupt nicht um. Das sind die Xbox, da habe ich jetzt zum Launch zwei Titel, die mich interessieren. Ja, es ist schon mal besser als PS3, da hatte ich bloß einen Titel. Und zum Beispiel noch Watch Ever, das wäre auch schön entspannend, muss ich sagen. Dann kommen wir jetzt schon zur PS4. Ja, wahrscheinlich kaufe ich dann die Wii U. Die kaufe ich mir auch noch, ja. Die PS4, ja, muss ich sagen... hat was Schönes, die hat nämlich die Stream-Funktion, die gefällt mir ganz geil, das ist die Twitch-Stream-Funktion, die soll richtig Ass kicken, ja, wie von Kickers hier.
Die ist geil. Also das ist cool. Wunderbar, Pluspunkt. Damit würde ich sagen, ist ausgeglichen der Streaming-Dienst, also der Watch-Ever- und Netflix-Ding von Xbox One. Das ist cool, ja? Kein Ding. Coole Sache, PS4. Sony gut gemacht. Da haben wir jetzt auch einige Exklusivtitel und ich glaube, ich müsste sogar lügen. Killzone ist einer der Titel. Killzone Insanity oder ich glaube Killzone Shadow Fall, keine Ahnung, wie das Killzone-Spiel heißt. Ist für mich überhaupt kein Kaufgrund, weil Killzone haut mich noch nie um. Ich bin einfach kein Killzone-Fan. Und deswegen, ja, das ist einfach, bah, das ist halt nix irgendwie. Das ist halt nix Halbes und nix Ganzes. Das muss ich nicht haben. Und es ist zwar schade, aber dass ich halt kein Spiel finde, wirklich für die PS4 gerade. Aber auf keinen Fall Killzone, das hat's echt verschissen. Hey, ich habe da was angeschaut, zum Beispiel von Angry Joe. Ich liebe Angry Joe. Die Level, die schauen zwar einige, schauen echt super geil aus, natürlich Next Gen, aber immer die gleichen Gegnerwellen, immer die gleichen Segmente und ein scheiß Checkpoint-System. Das gefällt mir halt nicht und das spare ich mir, dann kaufe ich es mir überhaupt nicht. Vielleicht mal für 5 oder 10 Euro in der Grabbelkiste, aber mehr mache ich da von Killzone auf keinen Fall. Ich würde es spielen, wenn ich es kostenlos bekomme, ja. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich mir eine PS4 kaufe, dann würde ich mir wahrscheinlich die Version kaufen mit Kamera, mit zweitem Controller und eben mit Killzone, ja. Weil es halt billiger ist. Kamera 60 Euro, Konsole 50 Euro wahrscheinlich, 110 Euro und ein Spiel. Insgesamt 200 Euro oder so, fast. Und dann bin ich halt mit dem Bundle auf 100 Euro teurer. Das ist schon okay eigentlich, ja. Das ist ziemlich cool. Ah, fick dich. Wunderbar. Dann ein anderes Exklusivspiel ist Knack. Ja, das knackt halt überhaupt nicht bei mir in der Spaßgegend. Das ist halt, ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, dass es ist ein Kinderspiel. Ich mag Kinderspiele, die sind schön einfach, ja. Wie heißt es? Patterson und Findus? Das ist geil, das Spiel auf PC, wo man noch die so Kekse sammeln muss und seine kleinen Mugglers oder wie heißen die, füttern muss. Das ist geil, ja. Ich habe nichts gegen Kinderspiele. Ich finde die cool. Ich liebe einige Kinderspiele, ja. Also, ich finde Winnie Pooh immer noch geil. Ja, ist doch mal schön, oder? Warum denn nicht? Winnie Pooh ist eine coole Sau. Ja, Winnie Pooh ist cool. Also, ich mag die Serie. Ich habe einige Spiele von ihm. Das macht Spaß. Noch nicht wieder gespielt erst. Das ist geil, sowas. Ja, weil es halt Spaß macht. Mensch. Aber so, Knack, das haut mich halt nicht um, weil das irgendwie so, das ist irgendwie bloß eine Tech-Demo. So eine riesige, so eine etwas längere, so eine paar Stunden Tech-Demo ist das. Das ist, ja, schaut doch, wie viel kleine Steine die PS4 darstellen kann in einer Sekunde. Das ist, ich weiß nicht, das ist halt kein Kaufgrund für mich. Das ist scheiße irgendwie, ja. Das ist halt auf keinen Fall meins. Ich werde es mir mal kaufen wahrscheinlich für ein paar Euro, aber mehr auch nicht. Weil ich sehe nicht ein, dass ich für so ein Spiel, ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das so einen riesigen Bock macht. Weil man ist halt ein kleines Metallding oder was auch immer und dann macht man halt andere Sachen kaputt mit ganz viel Einzelteilen. Ja. Das ist für mich nichts. Das spricht mich halt persönlich nicht an. Ja, scheiß drauf. Dann haben wir noch zum Beispiel den Playroom. Das ist schon, ja, das ist auch schon lustig. Aber genauso wie zum Beispiel Crimson Dragon für die Xbox One oder auch Killer Instinct. Das ist halt einfach nichts Echtes. Das ist so eine Zwischenmahlzeit, ja. Das ist so, wie sagt man da? Ich weiß es gar nicht, ey. Das ist halt Amongdrazzal, genau. Amongdrazzal ist das. Amongdrazzal, ja. Ich würde sagen, dass der Playroom und Knack auch, das ist halt Amongdrazzal. Ja, das ist halt für einen hohlen Zahn was, aber nichts Richtiges. Ist aber, keine Ahnung, Schweinebraten oder so. Oh, Schweinebraten, ja, lecker. Das zumal zu den Launch-Titeln, exklusiven für die PS4. Darunter fallen aber auch Black Flag BF4 Ghosts. Wahrscheinlich Ghosts. Ghosts ist interessant. Da mache ich nochmal was extra dazu. Ghosts ist einfach
Wenn man MW2, MW3, Black Ops oder Black Ops 2 hat, braucht man Ghost nicht, weil es das gleiche ist. So, ausführlich erklären werde ich das in einem anderen Video, in einem späteren, jetzt mal ehrlich, ne? Ja. Dann haben wir zum Beispiel noch Warframe, das kommt ja für die PS4, das Spiel spricht mich überhaupt nicht an, weil halt einfach, bleh, ja, langweilig. War Thunder habe ich auf PC, könnte aber durchaus interessant werden, weil es auch Cross-Plattforming ist. Also das heißt, ich spiele auf der PS4 gegen PC-Spieler. Das ist cool sowas, das gefällt mir. Ja, das ist cool. Da haben wir auch wieder Daylight, das ist auch cool. Ein Rennspiel Drive Club muss ich nicht haben. Also mir reicht wirklich mein Most Wanted, die erste Version, das reicht mir einfach, ja. Oder was kommt noch für die PS4? Outlast kommt ja auch noch. Coole Sache, aber werde ich mir auch nicht holen, weil ich es halt schon hab und ich brauch's nicht. Also, das ist halt der Nachteil, die kommen alle später, die Spiele. Es gibt die halt schon auf PC. Wenn es was Neues gäbe, würde ich es mir auch auf PC holen einfach. Ja, also bei mir persönlich ist es halt so. Bei anderen weiß ich ja nicht, wie es ist. Und dann noch für einige, habe ich gehört, ein Kaufgrund: Infamous Second Son. Ja, da muss ich. Der erste Teil. Wahnsinn, ich habe bei dem ersten Teil Platin mir geholt. Ich wollte unbedingt Platin haben, weil mir das Spiel so gefallen hat. Ich musste alle scheiß 528 oder wie viele Scherben das sind, finden, ne? Und dann hatte ich alle, bis auf einen. Und dann wusste ich nicht, wo der ist. Und ich hatte eine Karte mit Scherben. Und dann bin ich mal eine Nacht mit dem Kumpel alle 500 oder 200, keine Ahnung, 1000 Punkte durchgelaufen, dass wir den scheiß letzten Ding finden. Das Spiel war geil. Aber jetzt in Infamous 2 zum Beispiel ist schon sowas, das ist überhaupt nicht meins. Muss ich sagen. Das ist halt. Ja, das ist halt einfach da. Und das. Ich habe da wirklich keine Lust zu spielen drauf, weil es für mich eher anstrengend ist als entspannend, dieses Spiel. Ich weiß nicht, es ist halt so, ich kann halt das nicht spielen. Das ist. Bah, da fehlt mir irgendwas. Wir haben das. Ja, man muss auch noch erwähnen, es kommt ja auch noch ein Witcher 3. Wild Hunt heißt es, glaube ich. Das wird geil. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das kommt aber auch für zum Beispiel PC, kommt es für Xbox One. Also für alle Konsolen kommt es irgendwie auch. Witcher 3. Und ja. Jetzt kommen wir mal zu den Titeln, die noch kommen werden. Natürlich. Es kommt zum Beispiel für beide Konsolen noch von Tom Clancy ist es, glaube ich, The Division. Das wird cool. Keine Frage. Das wird richtig cool. Das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. The Division schaut gut aus. Reicht mir. Ja. Coole Sache. Wird gekauft. Keine Frage. Metal Gear Solid Phantom Pain ist es, glaube ich. Wird gekauft. Schaut geil aus. Bam. Ja. So macht man Geschäfte. So macht man Geschäfte. Aber die kommen halt alle noch. Ich muss sagen, wenn es einen anderen Titel beim Launch der PS4 geben würde, da meine ich Deep Down. Deep Down ist so geil. Deep Down ist ein kostenloses Online-Spiel, das ist ein Rollenspiel, kostenlos. Und wenn es das gegeben hätte am Launch, hätte ich jetzt schon die PS4 da liegen, ja? Ich hätte heute am Freitag, hätte ich die PS4. Aber das gibt's halt, das kommt halt alles erst noch. Und deswegen ist es auch so eine Sache, warum ich halt einfach keine PS4 habe. Ich finde die Launch-Titel wirklich so schwach. Ich hab Killzone. Wow. Killzone, ein Spiel, wo ich nicht mag, wirklich. Toll, oder? Das habe ich und mehr habe ich nicht. Und das ist halt einfach zu wenig. Also noch so einige Indie-Spiele haben sie auch noch draußen, aber das reicht mir halt nicht. Ein wirklich geiles Spiel, das ist halt nicht dabei beim Launch. Tut mir leid, ist aber so. Mensch, ja, was soll's? Hä? Und jetzt zum Abschluss eben, was ich mir wirklich kaufen werde, ist beide Konsolen, aber zuerst die Xbox. Ja. Weil ich halt einfach, ich will jetzt Dead Rising 3, ich will jetzt Rise Son of Rome spielen. Ja. Es war die erste Runde, die erste Folge von jetzt mal ehrlich eine Meinungsshow. Heute muss ich sagen, war es ein bisschen länger. Zwei ganze Runden fast. Battlefield 4. Es dauerte ein bisschen, ja. War schon einiges. Aber auch bloß, weil es halt so ein riesiges Thema ist einfach. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich kürzer werden. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön und tschüss, ne?